Fünf Sterne für ein Halleluja. Die fünf Sterne sind weitere Umkehrformationen, die bis auf den Shooting Star aus einer Kombination von drei Kerzen bestehen. Am Ende eines Abwärtstrends zeigt sich der Morning Star als bullisches Umkehrsignal. Der Evening Star zeigt sich am Ende eines Aufwärtstrends als bärisches Umkehrsignal. Der Morning Doji Star ist wiederum eine besondere Variante des Morning Stars, wie auch der Evening Doji Star eine Sonderumkehrformation des einfachen Evening Stars im Aufwärtstrend darstellt. Der Shooting Star ist ein bärisches Umkehrsignal bestehend aus einer Kerze am Ende eines Aufwärtstrends. Der Morning Star ist eine Bodenumkehrformation, die aus drei Kerzen besteht. Zunächst wird der vorherrschende Abwärtstrend durch einen langen schwarzen Kerzenkörper bestätigt. Der Eröffnungskurs des nächsten Tages liegt unter dem Schlusskurs des vorherigen, sodass eine Kurslücke entsteht. Trotz des Fensters, wie die Japaner eine Kurslücke beschreiben, ist die Handelsspanne an diesem Tag sehr gering und der Schlusskurs liegt in der Nähe des Eröffnungskurses. Die zweite Kerze kann einen weißen oder schwarzen Kerzenkörper haben. Die zweite Kerze generiert das eigentliche Umkehrsignal, da die Kurslücke zunächst noch den Abwärtstrend bestätigt, der weitere Kursverfall aber ausbleibt, was wiederum die geringe Handelsspanne des Tages anzeigt. Die dritte Kerze eröffnet wieder mit einer Kurslücke, dieses Mal aber oberhalb des zweiten Kerzenkörpers. Ihr Schlusskurs liegt deutlich über dem Eröffnungskurs und oberhalb der Mitte des ersten Kerzenkörpers. Sie bestätigt die Machtübernahme der Bullen. Short-Positionen werden geschlossen und Long-Positionen werden eröffnet. Für letztere bietet sich ein Stop knapp unterhalb des Tiefs der Formation an. In dem Beispiel sehen Sie einen eindeutigen Abwärtstrend, an dessen Ende sich ein Morning Star ausbildet. Ein langer schwarzer Kerzenkörper bestätigt den Trend. Es folgt am nächsten Tag eine Eröffnung mit Kurslücke in Trendrichtung, welche zunächst auch noch den Trend in Richtung der Kurslücke eben bestätigt. Aber die erwartete Kursbewegung bleibt aus. Eröffnungs- und Schlusskurs liegen bei der zweiten Kerze der Formation sehr nah beieinander, sodass einige Bären bereits kalte Füße bekommen dürften. Der darauf folgende Eröffnungskurs erfolgt nun durch ein aufsteigendes Fenster einer bullischen Kurslücke, was für sich genommen schon für eine Machtübernahme der Bullen spricht. Die Kurse steigen an diesem Tag deutlich, sodass per Schlusskurs hier beim ersten Morningstar leider nicht optimal ein Großteil der ersten schwarzen Kerze nun von der dritten weißen Kerze der Formation überlagert wird. Die Machtübernahme der Bullen wurde bestätigt und es erfolgt ein Kursanstieg. Einige Zeit später zeigt sich erneut eine Abwärtsbewegung, an deren Ende ein Morningstar wieder die Trendwende signalisiert. Der Eveningstar ist eine Top-Umkehrformation, die wieder aus drei Kerzen besteht. Der vorherrschende Aufwärtstrend wird durch einen langen, weißen Kerzenkörper bestätigt. Der Eröffnungskurs der zweiten Kerze der Formation und des folgenden Tages liegt über dem Schlusskurs des vorherigen, sodass eine Kurslücke entsteht. Trotz des aufsteigenden Fensters ist die Handelsspanne an diesem Tag relativ gering, zumindest liegen Schluss- und Eröffnungskurs sehr nah beieinander. Die zweite Kerze kann einen weißen oder schwarzen Kerzenkörper haben. Diese Kerze generiert das eigentliche Umkehrsignal, da die Kurslücke zunächst noch den Aufwärtstrend bestätigt, der weitere Kursanstieg per Schlusskurs aber ausbleibt, was wiederum der kleine Kerzenkörper des Tages anzeigt. Die dritte Kerze der Formation eröffnet wieder mit einer Kurslücke, diesmal aber unter dem zweiten Kerzenkörper. Ihr Schlusskurs liegt deutlich unter dem Eröffnungskurs und idealerweise unterhalb der Mitte des ersten Kerzenkörpers. Sie bestätigt die Machtübernahme der Bären. Long-Positionen werden geschlossen und Short-Positionen eröffnet. Für letztere bietet sich ein Stop knapp oberhalb des Hochs der Formation an. In dem Beispiel sehen Sie einen deutlichen Aufwärtstrend, an dessen Ende sich ein Eveningstar ausbildet. Ein weißer Kerzenkörper bestätigt den aktuellen Trend. Es folgt am nächsten Tag auch eine Eröffnung mit einer kleinen Kurslücke in Trendrichtung, was einen Trend in Richtung der Kurslücke zunächst bestätigt. Aber der erwartete Kursanstieg bleibt aus. Eröffnungs- und Schlusskurs liegen bei der zweiten Kerze der Formation sehr nah beieinander. Der darauf folgende Eröffnungskurs erfolgt nun durch ein fallendes Fenster einer bärischen Kurslücke, was bereits für eine Machtübernahme der Bären spricht. Kurse fallen an diesem Tag deutlich, sodass per Schlusskurs ein Großteil der ersten Kerze der Formation nun von der dritten und schwarzen Kerze der Formation überlagert wird. Die Machtübernahme der Bären wurde bestätigt und es folgt ein Trendwechsel.
Faktoren, die das Umkehrsignal eines Morning- oder Evening-Stars noch verstärken. Je tiefer die letzte Kerze in den Körper der ersten Kerze eintaucht, desto stärker ist das Umkehrsignal. Das von den Bullen oder den Bären zuvor eroberte Terrain wird zurückerobert. Wenn das Handelsvolumen der letzten Kerze das der ersten Kerze klar übersteigt, verstärkt dies das Umkehrsignal. Zuvor noch eröffnete Long- oder Short-Positionen werden nicht nur wieder geschlossen, sondern entgegengesetzte Positionen eröffnet. Das Signal wird verstärkt, wenn sich Kerzen nicht überlagern, da Widerstände zwischen den Kerzen überwunden und zurückgewonnen worden sind. Gleichzeitig entstehen neue Impulse durch etwaige Kurslücken.